Dann los. Willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival. Wieder mit Seuchenmarine, Hallo. China Tiger Hallo. und dem Osselpai. Hallo. Und mit Jabba the Hutt als das ist kein Mond. So, ja. Ich kündige. Zu spät, zu spät. Bist befristet angestellt auf unbefristet. Ja. So, also Suppe stellt sich gerade selbst her. Jetzt wollte ich gerade gucken. Wir hatten doch irgendwo diese Wasserstoffteilchen, dass wir da unsere Generatoren mal wieder vollpacken. Die sind schon wieder befüllt. Ach, der Tiger ist einfach schneller als ich. Blitzschnelle Reflexe. Der Tiger, unser Heinzelmännchen. Ja. Der weiß, wo er nachgucken muss. Und Das ist ist der der einzige Vorteil Kochfee. gewesen. Moment, aber kochen tue ich jetzt gerade. Oh, das Promethium ist fertig. Also hier so ein ganzer Haufen Pellets. Oh, das ist ganz gut. Davon brauchen wir einen ganzen Haufen. Moment, ja, stimmt, ich habe ja gelevelt ab. Ich muss auch irgendwas leveln, damit ich die besseren Fuel Packs basteln kann, weil das fehlt mir irgendwie auch noch. Tech Trees, so. Sehr schön. Okay, wie baut man das jetzt? Large Ammo Box, Large Fuel Pack. Was? Da brauche ich Stufe 12. Wollt ihr mich verarschen? Das war doch früher nicht so. Und es wird noch schlimmer in der neuen Version. Ja, ist ja auch jetzt wahrscheinlich das letzte Mal aufnehmen in der alten. Ach, ich kann noch nicht mal eine Laserpistole oder einen Pulse Rifle nehmen. Ich muss echt noch leveln. Das geht ja nicht. Was war das? War das Rampe unten? Nee. Welche Rampe war es denn? Schräge Wand? Wahrscheinlich nicht. Rampe? Auch nicht. Okay, den ersten habe ich schon mal gesetzt. Moment, ist die Frage, kann ich die Waffe dann nur nicht bauen oder kann ich sie auch nicht verwenden? Du kannst sie nicht bauen. Okay, ja, stimmt. Dann würde ich mir hier gerade eine Assault Rifle klauen, weil hier liegen ja mehr als genug rum. So, was für Munition braucht das? 5,8 mm. Munition kannst du dementsprechend auch nicht bauen. Ja, Munition braucht man auch nicht. aber hier liegen noch 500 Schuss rum. Ja, gut, also wenn es halt spezielle Munition ist. Yay! Okay, ich kann mich zumindest jetzt mal ein bisschen besser wehren. Im Moment lebe ich ja nur von Almosen. Obwohl, ich hab's letzte Mal Promethium und Eisen irgendwie, glaube ich, rangeschafft, ne? Irgend sowas war doch da. Ja, wir haben ein bisschen Raumschiff zerlegt, während die anderen Ah, das beiden auch nichts noch, gemacht ne? haben. Ja. Nix, nein, wir haben nichts gemacht. Jetzt haben wir einfach die Füße hochgelegt. Ja. Und um Hilfe gerufen, wenn dann immer diese Frachter kamen. Und als wir dann da Ja, waren, waren sie schon zerstört, verkrüppelt. ich bringe den gleich mal Material nach oben. Okay. Juhu. So. Also, Bewaffnung. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir da so ein bisschen was hergestellt, weil die beiden Herren ja was haben wollten. wollten wir? Ja. Ich glaube, wir hatten keine Muni mehr. Ich Ganz erinnere genau. mich an nix. Ich habe erstmal keine Blöcke mehr, das ist viel schlimmer. Viele Wasserstoffflaschen. Ah. Sind welche im Konstruktor? Okay, hier wird's höher als gedacht. Ich hüpfe. Wenigstens eines, das ich gut kann. Also, du kannst mal die Generatoren hinterm Haus auffüllen mit Energie. Hinterm Haus? Wir haben. Du Im meinst. Wasser. Okay, ja, wegen Hydrogen, Wasserstoff und so, ne? Ja. Wir haben ein hinterm Haus. Puh. Solche baut große Sachen. Und Oh ja. Energie war über Schöne Sache. den Treibstofflagern oben an der Decke. Ah. Okay, ich habe jetzt einfach ein bisschen was aus meinem Inventar genommen. Dafür habe ich da jetzt nichts mehr drin. Ah, ich sehe es. Large Fuel Packs und so. Sehr gut. Habe ich mal alle geplündert. Sollten wir neue herstellen? Ich kann es ja noch nicht. Ich kann nur die kleinen. Und ich gebe mal ein paar Fusionszellen in Auftrag. Ich nehme heute auch übrigens mein 50 FPS auf, weil ich glaube, das sieht irgendwie. Also, es geht mit Empyrean besser mit der Leistung. Auch wenn ich zeitweise jetzt über 80 FPS habe. 50, fast eine komische Zahl. Auch 50 FPS sieht manchmal ein bisschen besser aus wie 60 FPS sogar. Zumindest auf YouTube, weil wenn YouTube da sein eigenes Ding macht, dann kommt manchmal Grütze bei raus. Ach, aber da ist auch noch Hydrogen übrig gewesen. Moment, dann müssen wir ja nicht Promethium verfeuern. Obwohl, das.
Wasserstoff geht aber nicht. In die kleinen Dinger passen, der nimmt bloß Prometheum-Sachen an. Ja, okay, genau. Das kam mir eben so irgendwie in die Gedanken. Und man merkt, es ist warm. Die Gehirnwindungen, die verknüpseln sich ganz komisch. Ach, so warm ist doch gar nicht heute. Ja, du wohnst ja im Dschungel als Tiger, ne? Du könntest es ja sagen, aber ich... Ach nee, Tiger, das war ja Osteuropa. Ha! Stimmt ja, das nicht? Ostdeutschland, Osteuropa ist doch... Die Grenzen sind fließend, ne, die Übergänge sind fließend. Vorgestern war, habe ich ganz dicht am Temperaturhotspot in Deutschland gelebt. Während es überall anders, anderweitig in Deutschland, ja, Weltuntergang war. Weltuntergang hatten wir nicht. Weltuntergang ist bei mir alles über 25 Grad. Ja, nee, in dem Fall Weltuntergang eher so, was sich daraus ergibt, aus so hohen Temperaturen auf Dauer. Bei uns leider nicht. Bei uns hat nichts getan. Gar nichts. Gar nichts? Wollte nicht. Ich hatte Regen und so. Bisschen Gewitter. Ja, bei mir hatte ich so gegen 11.30 Uhr mal ein bisschen Wind gehabt. Ansonsten war es das. Wind war gestern richtig viel. Hm, auch nicht. Wind, das struppige Wind. Durchzug gemacht in der Wohnung, es war herrlich. Ja, bei mir leider nicht in der ganzen Wohnung. Ich kann momentan nicht wirklich sinnvoll das Fenster im Schlafzimmer aufmachen. Prometheum haben wir im Moment wohl genug. Da steht ein Monitor davor. Ach so. Ah, den brauchst du ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Zum Beispiel jetzt gerade nicht. Quatsch. So. Irgendwie glaube ich, naja, Eisen haben wir hier noch 985. So, solche, mein Freund. Mein Freund? Die ist hinter mir. Nee, bis wo brauchst du denn so große Räume? Das da, wo du jetzt bist? Das nein, so hoch werden die Quartiere auch. Nein. Doch? Das hatten wir letztes Mal geklärt. Achso, du oder haben wir? Nee, ich glaube, das haben wir letztes Mal geklärt. Ich hatte mich intensiv mit der Deckenhöhe auseinandergesetzt und deswegen hatte ich hinten einen Teil höher gebaut, weil Schiener den höher wollte und den Rest hatten wir auf einer etwas kleineren Höhe gelassen. Und da habe ich halt entsprechend mit dem Dach jetzt angefangen. Moment, ich komme gleich mal raus. Ich muss noch kurz. Ja, ich brauche halt aufgrund der Pflanzen eine etwas höhere. Genau, und deswegen kannst du ja auch weiter runter. Deswegen hast du hier hinten auch einen höheren Bereich. Das hatte ich ja letztes Mal schon so vorgebaut. Extra. Da ist die Munitionskiste. Was haben wir denn da? Ein paar 135er Rack-KR. So, ich komme mal kurz raus. Ja, komm mal her hier. Da ist der China, steht wieder rum. Ja, der hat euch Munition mitgebracht. Oh. Ach, bin ich wieder allein auf dem Planeten? Ja. Also dieses Dach hier muss noch eins höher werden. Mindestens. Okay. Bisschen Raygun-Munition also auch mit dabei. Dieser Maschinenraum. Bis wo? Also hier muss es auf jeden Fall eins höher werden, damit der Generator abgedeckt ist. Alles klar. Aber wir können hier so schräg runtergehen. Das ist ja genau, das hatte ich mir jetzt überlegt. Und deswegen wollte ich ja fragen, wie hoch und wo, damit ich weiß, wo ich mit der Schräge anfangen muss. Warte, ich gehe mal kurz in einen. Ah ja, gut, okay, ja. Ja, gut, nö, die Höhe, wie hoch ist denn das? 3, hä? Ist das 3 hoch? Weiß ich gar nicht mehr. 1, 2, ja, das sind 3. Ja, dürfte noch hingehen, oder? 3 hohe Quartiere. Ich weiß ja nicht, was du in dein Quartier bauen möchtest. Was? Ja, wir schmeißen Ottelpie doch auf dem nächsten Planeten raus und gründen einen Puff in seinem Quartier, oder war das? Was? Wir warten so lange? Auf was? Na, bis zum nächsten Planeten. Nicht in den Menno. Aber ich habe mir mal den Ladybug geklaut. Ich probiere das jetzt gerade mal aus, weil wir brauchen doch bestimmt viel mehr neues Magnesium für Munition. Das ist selten falsch. Gell? Oh Gott. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich mit dem Ladybug dann wieder rauskomme. Naja, zur Not mit Gewalt. Ne? Ja, den kannst du schon da gut ausfliegen. Okay. Doch, da sind ein paar Treppenblöcke und einen habe ich eben... den
Rohstofflager vom Konstruktor. Irgendwie glaube ich, die Geräusche muss ich leiser machen, weil irgendwie der Ladybug, wenn er bohrt, ist er doch ziemlich laut. Das auf jeden Fall. Du hast doch nicht geschossen, solche. Ich hab's nicht geschossen. Doch, da ist definitiv ein Schuss gefallen. Ich war doch da das Ziel, was er trinken sollte. Es war laut genug. Ich bringe euch die Ressourcen und was machst du? Ballast du? Ja, guck mal, was wir mit deinen Ressourcen machen. Oh. Ladybug, stell dich wieder aufrecht! Ich muss lieb sein zu ihm. Genau, sei zu ihm lieb. Heißen Lady. Ich kenne dieses Konzept nicht. Kann ich noch was unterbringen? Kraftboxen kann ich dir dann zeigen, sobald ich mit den Maschinenlagern fertig bin. Ich finde es. Den einen ziemlich überfrachtet mit Baumaterial. Oh. Das wir ständig abbauen müssen für euch. Da fliegt sich wie ein Stork Riese. Ladybug ist auch bloß ein Hoverwesen. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich die nicht verwende. Die steuern sich eigentlich relativ angenehm. Wenn du Shift drückst, falls du auf dem Rücken liegen solltest. Ja, ja, dann stellt sich's wieder auf, ne? Ja. Aber hier im Moment fliegt er gerade so, wie er will. Aber das Abbauen geht schnell. Das muss man ihm lassen. Mit den Dingen ist es ziemlich schnell abbauen. Muss nicht mal so der sein, speziell. Ah, ich bringe auch Crushed Stone mit. Hatten wir den nicht gebraucht das letzte Mal irgendwie? Bestimmt. Ich muss ja gestehen, ich erinnere mich an so gut wie gar nichts mehr vom letzten Mal. Du hast doch extra die Beweisfolgen aufgenommen. Ja, das ja damals. Okay. Es ist schon wieder drei. Er hätte noch angucken können vorher. Er hat es noch auf der Festplatte. Habe ich nicht. Denn auf YouTube. Auf YouTube habe ich es, ja. Der Boost. Das macht ja nur die Statistiken kaputt. Ach, wer von uns gibt schon was auf die Statistiken? Tja. So, also im Winter ist das hier eine tolle Rodelbahn. Ach so, weil wir schon einen haben, oder wie? Sie sagen, er hätte schon einen. Ich habe eben gerade mal so 72 Pflanzblöcke gesetzt. Doch so wenig. Das sieht irgendwie nach gar nichts aus. Viel Spaß in deinem Garten. Du wolltest mal. Ich werde uns einen Knopf angeben. Nein. Kommt schon wieder ein Frachter? Ich warte ja nur auf den Hilferuf. Ich muss auf jeden Fall auch nochmal wieder auf unseren Planeten gebracht werden, damit ich mein Schiff holen kann. Ach so, du bist per Anhalter geflogen. Ich bin per Anhalter mitgeflogen, hatte mein Handbuch natürlich dabei. Das ist sehr gut. Dann musst du bloß den Daumen rausstrecken. Aber es ist halt leider kein fliegender Teppich. Oh nein, er hat das Tor zugemacht, wir müssen außen herumgehen. Deutsche im Weltraum. sind ja noch ein paar Treppenblöcke. Ich habe im Lager ein paar Treppenblöcke gefunden. Sehr gut, lass die mal drin. Ach, so, ach, im Lager. Ach stimmt, wir haben hier ein Lager. Ja was man als Lager bezeichnen kann. Es sind zwei Frachtblöcke. Das würde ich jetzt nicht zwingend als Lager bezeichnen. Doch, das ist ein Lager. So, das... Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt jetzt, aber das reicht noch nicht. Das eine Magnesiumvorkommen ist jetzt offiziell Geschichte. Ui. Wenn man reinkommt, auf der rechten Seite liegt ein bisschen Munition und Energie und Sauerstoff. Ich baue dich mal zu, solche. Ne?
Oh ja, bitte gleich die Decke. Sorg bitte dafür, dass er nicht wieder rauskommt. Das kann ich nicht garantieren. Er legt ein bisschen Kryptonit außenrum. Nee, nee, der ist schon so grün, das wird nicht wirken. Blöcke gesetzt. Den Deckel darfst du übrigens jetzt nicht mehr abbauen, sonst ist der Warp-Antrieb wieder weg. Ah, den brauchen wir nicht. Den Deckel oder den Warp-Antrieb? Das darfst du entscheiden. Ich bin doch gar nicht dabei, ich bin doch hier unten. Ach so. Und mach handlanger Tätigkeiten. Ja, einer muss ihn ja machen. Oh, hier wird Kaffee gesüppelt. Ihr wisst schon, dass ich später wieder Arbeitslieder singen muss. Okay, ich glaube, ich habe gerade beim China gehört, wie er sich Ohrstopfen reingeploppt hat. Nein, nein, das kommt dir bloß so vor. Ich habe einen Escape-Pod gefunden. Schon wieder? Ja. Die findest du jedes Mal. Ja, aber das ist diesmal jetzt so im Grünen. Ist das vielleicht das, mit dem ich runtergekommen bin? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Könnte auch. Du guckst nach, ob noch was drin ist. Ja, mach ich mal. Hoppala. So, jetzt ist die Frage, kann man das Ding auch größer machen? Okay. Es hat kein Inventar mehr, so wie es aussieht. Schade. Wir nehmen doch alles, was geht. Selbst Staubkörner. Tja. Staubkörner gehen aber nicht. Die rieseln. Zip. Dann mache ich hier zu. Magnesium 100% von 862. Das ist aber ein kleines Vorkommen. Was? Ich kann die Akua-Beere aufsammeln. Also er hat mir das angezeigt, obwohl ich hier im Cockpit gehockt habe. Okay. Büsche sind die Feinde des Marienkäfers. So. Ja, eigentlich müsstest du ja da drüber krabbeln. Ja, eigentlich. Aber? Bleib dran hängen. Unfähig. Der hat irgendwie die falschen Module eingebaut. Da kommt er nicht über den Zweiglein hinweg. So. Ich immer wieder auf I, weil ich jetzt Inventar bin. Funktioniert das gar nicht. Ja, das ist logisch. Inventar ist auf Tab. Ja, stimmt. Ich drücke auch immer auf I. Du, alles wieder abreißen. Alles kaputt machen! Hallo. Ja, doch, so geht das Enden wesentlich schneller als per Hand. Nur die Steuerung eben. Oh ja, das ist müssen genug sein hier. Ich baue gerade runde Ecken. Gerade runde Ecken? Ich baue gerade runde Ecken. Das hatte doch das erste Mal Quake 3, gerade runde Ecken. Das weiß ich nicht. Wie viele Ecken? Als Kantenklettung noch was Neues war, ne? Captain.
wette darauf, dass das beim nächsten Mal auch eingebaut wird. Beim nächsten Mal? Ja, wir können den Block zu Ehren der alten Station des alten Schiffes. So, einen Block? Ich färb dir alles pink. Wenn du willst. Ich bin stark dafür. Ich muss mich doch irgendwie unbeliebt machen bei dir. Du willst... Achso, mit Absicht. Ja, es muss doch einen Grund geben, warum wir auf uns schießen. Spaß? Ist das nicht Grund genug? Nein, dann beschwert sich das Publikum dann. Ich wollte nur gucken, ob du ein Synthet bist. Und bin ich einer? Scheinbar nicht, du verblutest gerade. Oh. Ach, gute Syntheten können auch bluten. Ja, aber die verröcheln da nicht so gut. Laut den Alien-Filmen aber nur weiß. Ui. Blut ist gut. Hoffentlich hat der Chefkoch auch was hier oben reingelegt. Es gibt neue Fleischklopse in der Büchse. Eins, zwei, nein, drei. An Nahrung habe ich nichts weiter reingelegt momentan. Moment, hier ist der Kühlschrank. Habe ich hier noch was? Oh, da ist ja ein... Da ist ja doch einiges. Siebenmal Ratatouille. Ja, das wäre mal schön. Ratatouille! Ich glaube, es wurde auch einiges mitgenommen nach oben, so ist nicht. Und Sauerstoff. Ja, doch, da ist einiges jetzt sich im Stil. Da liegen doch ein paar Sachen drin, ne? Richtung Magnesiummine zur nächsten, das ist jetzt eine halbe Weltreise. Aber wenn dann mal alles abgebaut ist, dann kommen die Asteroiden, die kann man viel angenehmer abbauen. Ja. Vier, so ist doch einfacher. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ah, ah. Dann lasse ich mir meine Gesundheit mal wieder auffüllen. Du machst ja Sachen. Ja, was soll ich machen? Ja, ich kann ganz tolle Sachen machen. Auch einen Kuchen backen? Dann sagt er nichts mehr. Ja, solche Sachen kann ich auch machen. Das Vokabular ist erschöpft. Ich klicke mich hier gerade durch die Treibstofftanks. Ah. Er macht alles leer. Ich habe einen Felsen gefunden, hat bemerkt, er hat eine Physik. Ja, und in der Alpha 16 kann man sie sogar abbauen. Die Felsen? Für Ressourcen. Und dann kriegt man da auch Crushed Rocks raus, oder wie auch immer das heißt. Irgendein zufälliges Erz. Zufällig? Wieso ist hier Kraftstoffzelle Hydrogen bei uns dabei? Puh, gleich bin ich da. Juhu. In welchen Konstruktor kommt dann eigentlich das Magnesium rein? Zu dem Eisenerz am besten, ne? Nein, Magnesiumerz in den normalen Konstruktor oder in einen der beiden. Weil daraus Munition hergestellt wird, nichts anderes. Du meinst also die beiden unten, also einen von denen? Ja. Okay. Am besten in den blauen, in den rechten. Okay. So, ich flieg gleich nochmal nach oben. Verfliesch dich nicht! Die Nahrung haben sie noch momentan genug oben. Aber noch ein paar Fusionszellen nach oben bringen. So 128. Das ist gut. Ja, sie kosten genauso viel Promethium wie die großen Promethiumzellen. Und kosten nochmal 10 Wasserstoff. Was glaube ich so viel ist wie im Endeffekt die normalen Wasserstoffflaschen auch kosten. Irgendwie. Die Bohrer sind wie die Kettensäge bei Doom, die fressen sich so richtig rein in die Wand. Ja, das müsste doch angezeigt werden, wenn euch klar ist. Ja. Müsstest du merken, wie noch klar ist. Ja. Das ist ja auch so der Fall. Der wunderbare Erkenntnis, die wir heute beenden.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Damit endet die erste Folge der zweiten Aufnahmesitzung. Ozzelpi ist schon wieder ständig am Bergbau betreiben. Ja, ich spiele im Moment total die Unterstützerrolle, aber ich hoffe, dass ich da bald mal rauskomme. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Ozzel.